8.50 Uhr. Es gibt wieder von uns für Sie Angeberwissen fürs Büro oder für jedwegen Arbeitsplatz Ihrer Wahl von und mit unserer Gesundheitsjournalistin Charlotte Kalinder. Und die erste Frage ist auf Bitten vieler Zuschauerinnen und Zuschauer. Stimmt es, dass da Mom steht auf deiner Kette? Oder Wow? Sorry, liebe Regie, das war mein Fehler. Sorry. Also, auf deiner Kette, was steht da? Hier steht, und das haben wirklich sehr viele gefragt, da steht natürlich Mom, aber, und jetzt Achtung, Mom ist das gleiche wie Wow, weil es so schön ist. Oh. So, jetzt geht's los. Stimmt es das? Stimmt es. Und jetzt bitte genau zuhören, dass vom häufigen Kiffen die Hoden schrumpfen. Oh Gott, was ist das hier für eine Frage am frühen Morgen? Also, naja. Um ehrlich zu sein, es ist ja rein medizinisch gefragt. Genau. Und deswegen, ja, das ist richtig. Eine neue Studie hat bewiesen, dass bei der Gabe, also von den Stoffen, die sozusagen, wenn man kifft, THC, verabreicht wurde, dann hat das Testosteron abgenommen und die Hoden sind ein bisschen eingegangen, möchte ich sagen. Ein bisschen weniger geworden. Und das hat man regelmäßig gemacht und immer wieder getestet. Und das war zwar bei Affen, aber... als Primat liegt die Wahrscheinlichkeit nahe oder das Risiko ist hoch, dass das bei Menschen auch so ist. Also lieber ein bisschen weniger. Wie sagt man so schön, wir bleiben dran. Wir bleiben dran, sehr schön gesagt, Herr Kollege. Der nächste, bitte. Stimmt es, dass Frauen häufiger von Mücken gestochen werden als Männer? Aus meiner eigenen Erfahrung, ja. Ja, das ist richtig. Und das liegt woran? Ich würde behaupten, an dem Süßungsgrad des Blutes. Nee, an der Temperatur. Ah. Und zwar in bestimmten Zyklusphasen und in der Schwangerschaft, nämlich wenn die Temperatur höher ist, dann wird man mehr gestochen. Und das ist bei Frauen eben in bestimmten Phasen der Fall. Und generell also werden die häufiger gestochen. Ah. Der nächste, bitte. Okay. Stimmt es, dass man über Nacht ergrauen kann? Das ist ja so ein Mythos, der sich hartnäckig hält, ne? Also man muss sagen, ich erkläre das mal kurz. Melanin, nicht Melatonin, das verwechseln viele auch gerne mal. Melanin, das ist der Grund, warum Haare überhaupt ihre Farbe haben. Und die hat man natürlich und kann nicht einfach über Nacht irgendwie aus den Wurzeln fallen, sodass man über Nacht ergraut, sagt man ja, wenn man so ein Schockerlebnis hatte oder sowas. Aber es wird im Laufe der Jahre weniger produziert, wie alles oder wie das meiste im Körper. Und dementsprechend ergrauen wir nach und nach. Aber es dauert mindestens ein paar Wochen. Manchmal gibt es so Störungsbilder, die dazu führen können, dass es schneller geht, aber nicht über Nacht. Nein. Ja, keine ja Angst. Das ist spannend. Egal, ich habe was passiert. Nicht viele Barthaare, aber eines davon ist grau. Eins ist grau, das können wir ja schnell erlegen. Nee, das züchte ich jetzt. Ach, das züchte ich jetzt. Der nächste, bitte. Stimmt es, dass man TK-Produkte nicht mit heißem Wasser auftauen sollte? Tiefkühlprodukte, also. Ja. Das ist richtig, sollte man nicht. Denn man denkt ja, okay, dann kann ich schon mal den Prozess so ein bisschen fördern, dass das auftaut. Aber beim Einfrieren gehen die Bakterien und Keime generell ja nicht verloren, sondern sie tauen dann wieder auf durch das warme Wasser und vermehren sich dann wiederum wie verrückt. Und wenn man es dann nicht vielleicht komplett erhitzt, dann könnte das ein Problem sein. Ist aber viele wenn. Also es ist nicht so dramatisch, aber wenn man auf der sicheren Seite sein möchte, und das wollen ja viele, dann lieber mit kaltem Wasser. Das taut trotzdem auf. Der nächste. Ja, stimmt es, dass Kribbeln in den Fingerspitzen gefährlich sein kann? Kribbeln in den Fingerspitzen, ja. Also es kann, dass, wenn man das manchmal nachts oder morgens hat, dieses Karpaltunnelsyndrom sein, was wir ja kennen, ne, wenn zu viel Druck auf die Venen entsteht. Es kann aber auch durch Durchblutungsstörungen auftreten. Oder wenn einem zum Beispiel die Hände so jucken, kennst du das? Oder bei manchen ist das auch an den Füßen so. Mhm. Das liegt häufig an Durchblutungsstörungen, sollte man auf jeden Fall untersuchen lassen. Gut. Der nächste, bitte. Stimmt es, dass besonders hoher Kaffeekonsum besonders wach macht? Besonders hoch ist natürlich jetzt so ein bisschen relativ ausgedrückt, ne? Also besonders hoch, aber ich kann sagen nein. Denn es ist auf jeden Fall so, dass Eisen... Die Aufnahme von Eisen wird gehemmt durch einen Stoff im Kaffee, Tannine. Und somit führt das zu erhöhter Müdigkeit. Na, man kann also sogar einen Eisenmangel bekommen. Und es ist zudem so, dass wenn man viel Kaffee trinkt, ist es ja nicht so, dass man dadurch irgendwie fit wird und erholt ist, sondern das dockt an den Rezeptoren an, die für Müdigkeit zuständig sind. Aha. Und übertüncht das quasi nur, als würde man das einfach beim Warnblinker zukleben. Also und dann wird man immer auf Dauer noch müder. Manchmal muss man sogar einen Entzug machen, das hatte ich mal. Der nächste, bitte. Können wir, liebe Regie, kurz den einen überspringen und zum Weinen kommen? Ich würde gerne wissen, stimmt es, dass Weinen gesund ist? Du meinst, du als Heulsuse möchtest... Nein, ich bin auch dafür, Männer sollten auch mehr weinen. Denn Stresshormone im Körper werden dadurch mit rausgespült. So. Eliminiert. Ist das nicht spannend? Also die Ausschüttung der Stresshormone, das wird dann reguliert dadurch, dass die Tränen die wegspülen. Also. Ein schönes Schlusswort. So, worüber, ich wollte gerade sagen. Worüber könnten wir denn mal weinen?
Es gibt hier nicht viel zu weinen, nee, muss ich ganz ehrlich sagen. Außer, dass dieser wunderbare Talk zu Ende ist. Ja, das stimmt. Das sollten wir vielen Dank, Charlotte. Ich mache kurz eine Trinkpause und habe einen Tipp für euch. Ihr könnt nicht genug von uns kriegen, was ich verstehen kann, oder von unseren Beiträgen. Dann könnt ihr die hier gucken. Oder ihr abonniert einfach unseren Kanal. Oder könnt, noch am allerbesten, links unten klicken oder rechts, wie auch immer, alle unsere Folgen auf Join. Frühstücksfernsehen immer und überall. Könnt ihr alle Highlights nochmal nachgucken. Prost.